Sie sollten sich ernsthaft überlegen, ob Sie nicht mit einer Umschulung beginnen. Umschulung? Aber wieso? Ich mag meinen Beruf. Ich habe doch auch dafür studiert. Ich habe auch jahrelange Berufserfahrung. Sie haben aber seit langem keine Festanstellung mehr, trotz der vielen Bewerbungen, die Sie verschickt haben. Ja, aber ich bin doch freiberuflich. Und als Selbstständige haben Sie nicht genug Kunden. Mir scheint all das ein Weg ohne Zukunft zu sein. Sie müssen einen neuen Weg suchen. Aber das sind ja jetzt ganz neue Bewerbungen. Also, und hier, ich habe auch neue Fotos gemacht. Also, ja. Ich glaube, ich brauche einfach ein bisschen mehr Zeit. Ja, das ist gerade ganz schwierig in Ihrer Branche. Roboterjournalismus wird sich ja in naher Zukunft massiv verbreiten. Ey, wenn der Automat die Karte nicht annimmt, dann ist wahrscheinlich ihr Konto gesperrt. Ja, das weiß ich auch. Aber ich probier's trotzdem nochmal. Ja, gerne. Ja, ich probier das nochmal und nochmal. So lange, wie es mir passt. Alles klar? Ja, ist ja gut. Ja? Mein Gott. Gut. Ich mach nämlich, was mir passt. Ich mach das so lange, bis was passiert. Verstanden? Ey, ist ja gut. Mein Gott. Und es wird jetzt auch gleich was passieren. Ey, bist du bescheuert? Ich mach das so lange, wie es mir passt. Und du kannst dir gerne einen anderen Automaten suchen. Alter, komm mal runter. Weil ich bin nämlich jetzt hier und ich bleibe auch hier. Ey, bist du bescheuert oder was? Dumme Fotze. Schön, dass es so spontan geklappt hat. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Mich auch. Hallo. Ja. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Warum haben Sie sich denn nun gerade bei uns beworben? Naja, das war ja eine sehr charmante Annonce. Und da fühlte ich mich angesprochen und dachte, die suchen genau mein Profil. Hallo, ich bin Alice. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin Freitexterin und Redakteurin. Arbeite zurzeit selbstständig für verschiedene Kunden. Bitte warten. Hören Sie? Ja. Wir werden vor dem Sommer leider keine Bewerber mehr einladen. Sie sollten sich ernsthaft überlegen, ob Sie nicht mit einer Umschulung beginnen. Umschulung? Bitte warten. Was sind meine Kompetenzen? Was schlummert in Ihnen? In allen schlummert etwas. Es geht nur um das Sparbuch von Oma, das sie für mich angelegt hatte. Ich hätte da jetzt gerne Zugriff drauf. Wir haben uns ein altes Wohnmobil gekauft. Das war immer der große Traum von Papa. Oh, jetzt bin ich wieder schuld. Erfolg. Bitte warten. Bist du Musiker? Ja, ich spiele in der Oper. Kannst du davon leben? Ich sag immer, bewerben ist wie tanzen, je nur anders. Sie haben sogar schon eins. Hallo, sind Sie noch da, Frau Hedel? Ja. Sorry, da bin ich wieder. Hallo? Upsala. Dann lasse ich die da. Okay, dann machen wir ein Storno. Mama, was ist eine Stornung? Wenn jemand nicht genug Geld dabei hat, dann muss er etwas dalassen. Und warum hat sie nicht genug Geld? Ich habe hier Benzingutscheine. Nee, über danke. 40 Euro oder über 20 Euro aus. Ich kann mir die Arbeit einteilen, wie ich will. Ich kann Urlaub machen, wenn ihr arbeiten müsst. Ey, wenn der Automat die Karte nicht annimmt, dann ist wahrscheinlich ihr Konto gesperrt. Ja, das weiß ich auch. Aber ich mach das so lange, bis was passiert, verstanden? Ey, ist ja cool, mein Gott. Und es wird jetzt auch gleich was passieren.